Was? Tee trinkt Kamel? Was hat das mit Tecamolo zu tun? Hi, ich bin Elena und ich bin deine Lieblingsdeutschlehrerin. Heute sprechen wir über Tecamolo. Tecamolo ist eine Regel der deutschen Wortfolge im Satz. This is only a rule of the construction of the sentence in the German language. Это только правило постановки слов в предложении немецкого языка. So, wir fangen an. Te, das ist temporal, Zeit, wann, heute, morgen, nächstes Jahr, nächste Woche, um 4 Uhr, am 8. September 1920. Frage, wann? Dann kommen wir zu kausal. Kausal bedeutet, warum? Warum? Wegen der Kälte, wegen der Krankheit, aufgrund der Krankheit. Dann kommt mo. Mo bedeutet modal, wie, schnell, fleißig, schön, pünktlich, Frage wie. Und lo, das bedeutet lokal, location, Mesta. Die Frage ist wo, wo bist du oder wo machst du das? In der Schule, zu Hause, im Schrank, auf dem Dach. Die Frage ist, wo? Jetzt kommt ein Tecamolo-Beispiel. Ich lerne wann? Jeden Tag Deutsch. Warum? Wegen der Prüfung. Wie? Fleißig. Lo, wo? Zu Hause und in der Schule. Ich lerne jeden Tag Deutsch wegen der Prüfung, sehr fleißig, zu Hause und in der Schule. So, jetzt aber die Struktur, die kann sich ändern. Ich kann immer eine Sache nach vorne stellen. So, den machen wir weg. Zum Beispiel hier. Kausal. Wegen der Prüfung lerne ich jeden Tag sehr fleißig in der Schule. Jetzt kommt wieder zurück. Tecamolo. Jetzt kann ich lo nach vorne nehmen. Mo, modal. Sehr fleißig lerne ich jeden Tag wegen der Prüfung zu Hause und in der Schule. So, du kannst immer wieder spielen mit Tecamolo, aber im Grund muss es auch Tecamolo bleiben. Wenn das nach vorne geht, bleibt alles so wie es ist. Mo Tecalo. Wenn K nach vorne geht, dann bleibt Tecamolo. Wenn lo, location, lokal nach vorne geht, dann bleibt lo, te, ka, mo. Und damit du das dir merken kannst, schau doch dir dieses Bild an. Te trinkt Kamel. Ich wünsche dir gute Lernzeit, abonniere meinen Kanal, schreibe mir in meine Kommentare bitte, welche Themen du gerne erklären bekommen möchtest und wir sehen uns. Ciao, Tecamolo!